Ein Hallo, mein Name ist Alex und ich begrüße euch recht herzlich zurück zur Multiplayer-Beta von Battlefield 4 mit dem Hacker mal wieder eine Runde. So, ja, ich habe gerade kurz die andere Outer City-Spur verarbeitet. Für euch ist der Part ja schon längst oben, für mich, ich nehme ja beides hintereinander auf. So, auf jeden Fall gut. Wir spielen nochmal, aber nicht mit der ACWR, sondern wir gehen nochmal mit der AK-12 rein. Ich meine, ist ja eigentlich scheißegal, was wir machen. Wir werden eh sterben und das die Runde auch wieder verlieren. Ich bleibe aber trotzdem, ich gehe nicht zu einem Hacker in die Runde. Da habe ich kein, also ich, so arm bin ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, wir nehmen weiter auf. Für die Leute, die das letzte Video vielleicht gar nicht gesehen haben, bitte reportet den Typen. Den Namen seht ihr da ganz oben in der Liste, der mal wieder 4-0 hat. Ja, den Namen, den habe ich letzte Runde mal aufgesagt. Ich kann den auch irgendwie nicht aussprechen. Auf jeden Fall reportet den bitte. Ihr müsst dafür einfach nur, glaube ich, in Battlelog gehen. Und dann habt ihr da die Option, glaube ich, Verstoß melden oder so. Oder ihr schreibt direkt an Origin, was ich irgendwo geht das. Ihr wisst das schon, glaube ich. Also ansonsten guckt einfach mal unter Google, gibt da mal einen Spieler melden, wie geht das. Dann werdet ihr sicherlich fündig. Auf jeden Fall reportet den bitte. Ich werde es auch machen, weil wenn der Beta schon hackt, ich hoffe, der kriegt halt wirklich einen schönen Bann rein, dass der auch gar nicht erst das richtige Battlefield spielen kann. Und ja, darüber würde ich mich wirklich freuen. Weil ich meine, sowas braucht man nicht, Leute. Also, das ist. Naja, ne, ihr wisst, wie ich das sehe. Meine 7-1 wieder. Er hatte jetzt. Ich bin eben in den Server reingejoint. Da war die Runde. Wow, da liegt zu viel. Da war die Runde gerade vorbei. Und wie schön, dass man sie hier nicht zerstören kann. Da war die Runde gerade vorbei. Da hatte der. Da hatte der Typ. Runde mit 75-8. Eine Runde mit 75-8. Die andere Runde, die wir dann hatten, hatte der 66 irgendwas. Das war ja im letzten Part. Das habt ihr ja auch, also das könnt ihr ja auch sehen, wenn ihr euch den Part anschaut. Einfach, da seht ihr das. Und ja, da werdet ihr dafür nicht werden. Ich bleib jetzt auch ein bisschen auf dem Dach. Weil, mal ehrlich, was bringt es mir jetzt irgendwo anders hinzugehen? Wir sterben ja eh nur durch den Hacker. Wahrscheinlich ist er jetzt, kommt, ah ne, ist das ein Teammate von uns? Weil der Hacker ist ja auch im letzten Part mal nach oben gekommen und ist dann auf einmal, hat auf einmal alle weggeklatscht, obwohl wir schon viel früher auf den geschossen hatten. Der bleibt auch irgendwie komischerweise immer bei seinen zwei Toten. Mehr bekommt der Lauch nicht. Och man, jetzt wurde er schon getötet. Ich will aber den Typen erwischen, da habe ich so viel angetötet. Jawohl, bekommen. Vor allem hat er auch, ich habe es ja schon im letzten Part erwähnt, der hat eine Typ 88. Ja, ich meine, ich konnte, der hat nach unten geschossen, hat mich aber oben getroffen. Das habt ihr jetzt gerade gesehen. Der hat erstens eine Typ 88, damit killt man einen einfach nicht mit einem Schuss. Zweitens ist es so, dass der Typ auf dem Boden liegt. Und es ist einfach so, es geht einfach nicht. Also, ich meine, okay, dass er mich bald tötet, ist okay. Aber er hat ja noch nicht mal nach oben geschaut, glaube ich. Und so schnell kann er nicht nach oben geschaut haben und mich gesehen haben. Meistens guckt man dann nach oben, sag ich mal, visiert an und schießt. Aber der hat ja, glaube ich, der hat ja binnen von einer Sekunde, müsste er ja anvisiert haben und alles. Und da, wo? Der war da hinten. Wallhack. Ich kann es dir doch mal sagen. I made the second video. The second video. Me and my. Ich weiß, Esel nennt sich immer zuerst. My subscribers will report him. So, ich kann es immer wieder nur nochmal schreiben. Ich meine, da hat der Hacker sich leider die falsche Lobby ausgesucht. Hätte er nicht zu mir kommen sollen. Es war sein Fehler. Nein, ich werde wahrscheinlich jetzt sterben. Der ist hier oben wahrscheinlich. Ja. Er hat sich noch selbst mit in die Luft gesprengt. I'm out. Ja, ich kann auch gut verstehen, dass hier jetzt alle rausgehen, aber ich schreibe das doch immer wieder, weil ja immer wieder neue Leute auch in diesen Server kommen. Und die sollen das ja wissen. Die sollen ja nicht unwissend bleiben. Ach, Menno, nur angetet. Er hat wieder 31-2.
Aber ich meine, ich muss sagen, der hat wirklich Mut zu hacken in der Beta. Also muss ich sagen. Ja, ich habe Salatwurst getötet. Boah, Leute, haben wir Skill. Nein, ich wollte gerade noch den Tube anwerfen. Naja, wir haben 8-4, immerhin. Nein, wir verlieren das. Ich gehe jetzt auch danach. Ich mache ja den Part jetzt noch. Das heißt, danach wird noch die Runde. Dann habe ich meine, dann habe ich 4 Loses wieder. Danach gehe ich dann aber aus der Runde raus, weil ich brauche nicht noch mehr Loses. Dem Team join ich auch nicht nach. Also das werde ich nicht machen. Klar, ich könnte jetzt sagen, okay, ich join dem Team nach, von wegen, ja, dann bin ich beim Hacker. Aber ganz ehrlich, ich will den reporten und ich will den nicht noch unterstützen in seinem Sieg. Und da habe ich keine Lust drauf. Der kann gerne alleine, sag ich mal. So. Der kann gerne alleine, wenn er möchte, gewinnen. Aber ich unterstütze ihn nicht dabei. So. Ich meine, wir haben ja immerhin 9-4. Moment noch. Die stehen da alle um die Ecke. Ja, und... Ja, nee, also Falcone hat mich jetzt getötet. Ich dachte irgendwie, der Typ entweder wäscht. Aber 36-2 schon wieder. Der stirbt immer nur zweimal und mehr stirbt er nicht. Ich hatte den meinen, der hatte 78-5, okay. Aber ich glaube, man muss da echt zu 5 Leuten sein, um den zu töten. Anders schafft man das, glaube ich, gar nicht. Ich meine, die haben noch nicht mal 75 Tickets verloren. Und gewinnen das. Mein klar, liegt natürlich auch an den Basen, aber es liegt hauptsächlich am Hacker, wenn man einfach keine Chance hat. Mein, der erwischt einen, egal wo man ist, und... Oh, ha, diesmal konntest du nicht den C4 schmeißen, um mich zu töten. Ah ja, ich habe L5, das ist eigentlich ganz okay. Ich gucke jetzt auch, dass ich irgendwo... Sag ich mal... bleibe, wo er mich nicht unbedingt direkt trifft. Dass ich wenigstens noch ein bisschen überlebe. Hahaha. Hahaha. So. Gut, wir haben jetzt gleich verloren. Soll mir recht sein. Danach kommt ja noch die nächste Runde. Mit dem, und dann gehe ich auch raus. Reporte den. Und ihr hoffentlich alle auch. Und von mir aus noch alle, falls ihr, wenn ihr das Video erschaut, wenn es schon einen Monat alt ist oder so, reportet ihn einfach auch. Ist scheißegal. Hauptsache, er kriegt seine Packung. 44-2 diesmal. Meiner Meinung geht das nicht. Also 44-2, sorry. Also du stirbst im Battlefield einfach viel zu schnell. Fang auf Domination. Also 44-2, da müsstest du wirklich schon ein perfektes Team haben, sag ich mal, was mit dir spielt. Und dir dabei hilft. Aber ansonsten meiner Meinung nach unmöglich. Naja, wir haben auf jeden Fall eine positive Statistik, das ist es mir gerade noch wirklich, sag ich mal, wert. Ja, 13-5 lief ja, die anderen haben alle eine Minus-KD, bis auf die hat eine 1er. Ja, ansonsten haben echt alle entweder eine, sag ich mal, entweder keine KD, eine 1er-KD oder eine Minus-KD. Ich bin da wirklich der Einzige, der eine halbwegs akzeptabel hat, aber auch hier haben eigentlich nur Falcone, Fenken, oder ich nenne einfach Falcone, hört cool an, den Dani, keine Ahnung, Dani Sahne. Oh ja, Dani Sahne, lecker. Und der, die Typen haben eigentlich eine positive, alle anderen haben auch jetzt gerade mal so eine durchschnittliche. Aber ich meine, der Typ nimmt den auch allen Kills weg, die liefen jetzt alle. Ja. Naja, wir werden es ja sehen, wie es läuft jetzt. Nächste Runde, ich nehme jetzt mal den Engineer nochmal. Dann kann ich wenigstens mit der Panzerfaust ihn töten, wenn es klappt, weil der Typ ist nicht immer so treffsicher. Okay, Panzerfaust auch nicht so, aber naja, ein bisschen besser auf jeden Fall. Ja, gut, auf jeden Fall reportet ihn, ich kann es nicht öfters genug sagen. Also, wie gesagt, ich habe in der letzten Runde schon gesagt, ich meine 75-8 ist schon, nee, aber das ist dann 78-5 hatte der, glaube ich, genau. Er war schon krank, da bin ich ja gerade erst in die Rollen reingekommen, da war die zu Ende, da hatten wir auch verloren. Dann bin ich, die nächste Runde hatte der 66 irgendwas, dann hatte der, ich weiß gar nicht mehr, was mit letztes Mal war, hatte irgendwie 60 irgendwas, kein Plan. Und, ja, ja, keine Ahnung, ne, also dann, jeder Statistik hatte der bis jetzt 2 Tode, maximal 5, und was soll man noch anders sagen, Leute, ne, ich meine, naja, auf jeden Fall, wir spielen mit der, was spielen wir denn, die PP2000 nochmal, da hab ich schon mal Bock drauf, da haben wir lange nicht mehr gezockt, was haben wir denn da drauf, ja, das ist alles richtig, wie es ist, den Engineer, haben wir noch was, ne, eigentlich nicht,
wie mir scheint. Okay. So. Damit haben wir dann alles und joinen. Und hat er schon seine Kiste? Ist er jetzt rausgegangen? Nein, er ist rausgegangen. Och. Nein, wie schade. Naja, okay, gut, ja, Leute. Kann ich gut mit leben, wenn der Trottel draußen ist. Kriegt trotzdem Report. Meine, braucht er nicht mit zu rechnen, dass ich den jetzt nicht reporte. Oh, Zickmühle, da unten war nämlich jemand. Und da auch. So, den haben wir auch noch. Nein, von wo? Oder ist er noch drin? Doch, doch, ist er noch drin. Ach, den hatte ich nur übersehen. Ach, wie könnte der auch rausgehen? Ich meine, der muss ja seinen Spaß haben. Vor allem ist er auch noch Level 2 gewesen im letzten Part. Also daran sieht man auch, mit Level 2 hast du nicht so ein Skill. Das ist echt... Also ich stelle mir da so wirklich Bilder vor, wie das so ein kleiner... Okay, ein 13-Jähriger kann meistens nicht hacken, aber... Okay, dann sagen wir einfach mal, der klassische, fette, verpickelte, verschwitzte Nerd. Ich weiß, sorry. Ich meine, ich habe auch Pickel, aber ihr wisst, wie ich das meine so an sich, ne? Richtig fett, die 15 Pizzakartons schon neben sich stehen, Energy Drinks und das normale Licht schadet ihm nur das Computerlicht nicht. Ihr müsst mal auf Stupidpedia gehen, das ist so eine Satire-Seite, da mal, was müsst ihr da eingeben? Ich glaube, das war Noob oder Nerd, müsst ihr mal eingeben, da müssen wir durchlesen, da steht auch, der Noob oder der Nerd kann nur unter PC-Licht leben, Monitor-Licht, aber bei allen anderen Lichtern explodiert er. Fand ich ganz witzig. Ist eine lustige Seite. Müsst ihr einfach mal gucken. Da war aber irgendwo jemand, oder? Ah! Ein Spot ist jetzt bekommen. Nein! Nein! 11-0 wieder. Wow, jetzt hat er mal 11-0. Klasse. Ah, so viel Skill. Ich meine, in 5 Runden immer so viel Skill zu haben, ist schon nice. Das will ich auch können. Ich will gleich irgendwo hin, wo es sicher ist. Aber wo ist es schon sicher mit dem Hacker? Wenn ich das wüsste. Ich glaube, da oben ist irgendwie einer. So, den haben wir. Ach ja, Leute. Ach Mann, ich schieße mit der Panzerfaust echt immer zu weit. Nein! Ach komm schon. Wo ist der Typ jetzt? Naja, dann hast du ihn halt bekommen. Sollen wir auch recht sein. So, den haben wir doch noch. Was habe ich denn momentan? 5-4. Geht ja klar. Aber wie das auch jeder direkt rausbekommt, dass das ein Hacker ist. Oh, naja. Da gehört nicht viel dazu, um das zu erkennen. Wow, noch eingenommen und jetzt ganz schnell weg hier. Ja, und noch sogar einen Kill mitnehmen. Ah, rein hier, schnell hier. So. Ich glaube, da kommt gleich jemand raus. Die Panzerfaust im Anschlag. Die Panzerfaust im Anschlag. Die Panzerfaust im Anschlag. Und da kommt niemand, schade. Könnten ja mal ein zweites Loch in die Wand hier sprengen. Ach, verdammt. Musste nachladen. Hallo? Ist hier jemand? Da war jemand. Der ist da rausgesprungen. Der Lauch. Mano. Da sprengt man hier ein zweites Loch hin, um zu gucken, ob da jemand ist. Und dann sowas. Nein! Von wo? Ach, verdammt. Von da oben. Ja, den habe ich jetzt. Er hatte die ganze Zeit schon oben gehockt. Ach ja, verdammt, ich bin ja gar kein Engineer. Ach, kein Earthhold. Der hätte die ganze Zeit schon da oben gecampt. Kommt da jemand? Soll ich dir helfen, Bro? Und klar, wird nur angated. Sagst du. Die Panzerfaust hat ihn halt nicht frontal getroffen. Scheiße! Verdammt, dieser Proxy ist auch ganz gut eigentlich.
Was für von wo? Ach. Mann, die campen nur die Eingänge zu. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, egal wo man steht, man ist schlecht aufgehoben. Aber die bleiben ja auch stur da stehen. Also wenn man die ja einmal getötet, wenn die einen getötet haben oder so, die vercampen sich da auch weiter. Also von ihrer Taktik gehen die ja nicht weg. Das ist schon mal recht interessant zu sehen. Ich würde gerne mal A einnehmen. Das ist eigentlich immer so ein Punkt, den ich gerne einnehme. Nein, ich will nicht sterben. Ich habe Frau und Kinder irgendwann. Mann. Wie das echt mein Standardspruch immer wird, wenn ich sterbe. Ich habe Frau und Kinder irgendwann. Und geil, man kann für diesen kleinen Sprung Fallschirm ziehen. Ja, Leute, wir sind halt awesome. Da! Hey, na? Auf wen schießt du da? Nein! Ich hab... Nein! Aber irgendwie habe ich mehr Spaß in der Runde als in manchen anderen, obwohl der Hacker im Gegnerteam ist, aber ich sehe den gar nicht mehr. Also der ist noch in der Runde, das weiß ich, aber... Ja, und... Nee, da hinten noch dann so ein Typ, wie kann man nur campen? Also ich finde das so langweilig, ich weiß nicht, ob der... Ich glaube echt, und dann spawn ich da schon wieder. Ich glaube, ja, wieso, wieso? Ich finde, das sollte Battlefield ändern. Das sollte Battlefield... Sorry, aber... Ich werde da von dem Typen getötet. Ha, lassen wir den direkt da nochmal spawnen. Und vor allem, ich weiß, mit dem zweiten Bildschirm hat und sich da gerade irgendein Porno anschaut oder so. Aber das kann doch nicht wahr sein, dass Battlefield erstens da einen dann erneut... Was, und der bleibt da echt stur stehen, ne? Der bewegt sich da nicht weg, der ist auch noch so kackdreist. Das sind eh immer die besten Camper. Die töten dich zweimal, einmal so, ein, zweimal, ne? Und bleiben da auch stur stehen. Na, Runde vorbei, Leute. Egal, 13-11, wir haben den noch getötet. Immer eine positive KD. 36-3 diesmal. Aber das ist sogar noch halbwegs machbar. Aber er ist trotzdem Hacker, man hat es in anderen Runden gesehen. Naja, so, ich werde jetzt die Lobby verlassen. Ich habe jetzt, ich habe jetzt 4 Lose gehabt. Ich brauche nicht noch mehr. Ich meine, ich könnte in sein Team gehen, dann würde ich jetzt wahrscheinlich permanent nur gewinnen. Aber so einer bin ich einfach nicht. Und nun ja, ich hoffe, der Part hat euch trotzdem Spaß gemacht. Reportet ihn bitte. Hier, schreibt euch den Namen gerade auf. Ja. Ist das geil, ich habe so einen harten. Und bald hast du keinen mehr, weil du reported wirst. Ja, oh Hammer, halt mal schön die Fresse, Kollege, ne? Ich würde mal nicht die Klappe so weit aufmachen. Ich bin dir nicht der Einzige. Ja, naja, egal. Irgendwie so ein kleines Kiddie, keine Ahnung, oder so ein Trolltyp. Naja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns zunächst wieder. Vergesst nicht ins Reporten Namen. Habt ihr jetzt oft genug gesehen, bitte. Ich erkläre nochmal kurz, wie man es macht. Ihr geht einfach in Battlelog rein, sucht den Spieler da unter Freunde finden oder was auch immer. Ne, ihr müsst ihn ja nicht enden. Es sei denn, ihr wollt auch ein Hacker sein. Naja, auf jeden Fall. Dann macht ihr das so. Ihr, dann müsst ihr da irgendwo bestimmt seinen Spieler melden oder so, ach, keine Ahnung. Und ja, oder ihr googelt es halt bei Google einfach mal von wegen Spieler melden Origin oder Battlelog. Ihr wisst schon, was ich meine. Naja, auf jeden Fall, bis dahin verabschiede ich mich und sage, ciao Leute.